Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion. Ranglistenmodus 2 gegen 2. Heute als Burg. Zusammen Welcome mit der to Vater. Nova. So, ich guck mal. Wir haben Sakura-Blume. Wir hätten Blümchen. Wir haben Dachs. Dachs und Blümchen sind schon mal beide sehr fett. Genau wie das. Würde ich so nehmen. Den brauche ich dafür nicht. Ich würde entweder ihn mitnehmen oder das Seepferdchen. Aber ich glaube, ich bleibe eben. Ja, magischen Schaden habe ich wirklich genug. Ich könnte auch ihn mitnehmen. Für mehr Knete. Machen wir. Sakura Blumenstart. Er hat Ratten. Nö. Er hat Ratten. Na gut, da gab es eine Auf. Er hat Kingsguard. Okay. Er hat recht wenig gebaut, na? Nur ein Vogel. Aber auch nur zwei. Zwei Seeschlangen. Sogar verkackt. Ich glaube, das ist Kingsguard Fiesta. So sieht es zumindest aus. Und wenn ich Kingsguard habe, am gelben, dann hat er hier Fiesta. Wenigstens mal einer, der kommunikativ ist. So. Du hast ordentlich Reichweite, das heißt, ich könnte die Katze hier hinstellen. Sollte ausreichen. Na, mal sehen. Ich mache mal eine Turtle rein, die noch rausgeht. Ja. Das ist doch alles, ja, sehr seltsam. Ich meine, ich bin gut durchgekommen. Bringt uns ein bisschen Geld. Aber ich vermute mal wirklich, dass der Fiesta hat. Und da will ich dem natürlich nicht ganz so viel Geld geben. Vollkommen klar. Oh, die Ratten. Ich hasse die Ratten. Wird Fiesta sein. Vermute ich mal ganz stark. Das heißt, ich werde lieber den King auf und sorge dafür, dass er nicht verkackt. Die Blut könnte meine Blume killen. Wird knapp. Sehr gut. So wollte ich das sehen. Was haben wir hier? Yes, my lord.
Ja, ein bisschen Upgrade muss ich schon mal noch. Da kann ich noch einen reinstecken. So. Einfach damit ich das gut blocken kann. Ich will ihm irgendwie nichts schicken. Wenn das wirklich Fiesta ist, will ich ihm so wenig wie möglich schicken. Diese Wolfsrudel-Taktik, die habe ich doch auch schon mal gesehen. Nein! Schick mal trotzdem ein bisschen was mit rein. Einfach wenn er schickt. Das, was mit dazu kommt. Ich schaue hier mal noch eine zweite Katze hin. Aber wenn er schickt, mache ich auf jeden Fall mit. Ich meine, wenn er schon aufs Minimum baut, dann muss ich gucken, dass er möglichst viel verkackt. Dann ist das mein Ziel. Und so sieht das doch schon mal gut aus. Oh, Double Mole. Hm. Dass meine Blume halten kann. Ja, sieht gut aus. Das hat uns auf jeden Fall erstmal gut Geld gebracht. Und ich muss gar nicht viel bauen, weil ich einfach hier schon die Katzen stehen habe und mehr brauche ich halt nicht. Muss ihn halt irgendwie aushungern dann. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber jedes Mal, wenn er hält, ist es prinzipiell gut für mich. Außer ich schicke ihm halt viel mit, ne? Passt perfekt. Zwei volle Katzen und noch einen Worker reingepusht. Bin nicht mehr raus. Na gut. Oh ja, Fernkämpfer ist natürlich für meine Blume nicht so gut. Auf Tour. Auch die Strategie war halt gut vorherzusehen. Scheiße. Ja, ist die beste Variante, wenn ich schicke,
wenn er auch was sendet. Weil ich dadurch tatsächlich... Ganz verplant hätte ich noch Worker holen können. Er will ja prinzipiell verkacken. Von daher kann ich immer schicken. Das heißt, ich baue jetzt erstmal ein paar von denen hier. Oder einen und werte den auf. Das wird ein langer Save, wenn wir bis 14 aufheben. Dann wird es wirklich ein langer Save, aber er hat ja nur diese Köter. Okay, also keine Worker mehr holen. Nur noch Einheiten bauen. Durchgelassen mit Mini-Leben. Kann ich ja mal einen Worker noch reinholen. So, Magieschaden habe ich erstmal genug auf jeden Fall. Ja, ist alles shit, na. Blume aufwerten. Klingt nicht schlecht. Ihn noch mal hinpacken. Geht noch. Geht noch ganz gut. Jetzt schicken die natürlich fett. Die haben wahrscheinlich alles oder nichts genommen. Werde ich nicht schaffen. Er wird es auch nicht schaffen. Aber ist nicht so schlimm. Okay, ist auf jeden Fall auch bei denen durchgekommen. Das heißt, wir schicken dann auf 14 und sammeln jetzt einfach so lange. So, ich brauche ein bisschen mehr davon. Ich finde es immer schön, wenn in dem Spiel man sich auch einfach mal unterhalten kann, so mit Leuten. Wie ihm halt. Kommunikativ. Bisschen Smalltalk. Sagt, was hier so abgeht. Ist immer super. Die sammeln jetzt auch auf jeden Fall. Die 13 könnte ich noch gut verteidigen und bei der 14 stelle ich dann den Dachs hin. Der ist optimal für die Welle.
Aber mehr Röcke hole ich jetzt auch erstmal nicht. Damit ich blocken kann. Ja, wenn man die Strategie durchschaut hat, dann ja. Sieht schlecht für die aus. Okay, das ist ein Fürst des Todes hingestellt. So, wir werden hier die nochmal bauen. Ich werde noch ein Blümchen hinsetzen. Und dann nächste Runde den DAX. Bin ich gut dabei. Ich meine, wir könnten auch 15 machen. Macht vielleicht mehr Sinn. Okay, jetzt hat er schon geschickt. Habe ich mir zu spät überlegt. Okay, jetzt fängt er an, arkane Verteidigung zu bauen. Das heißt, ich muss ein bisschen was mitschicken. Oh, er hat ordentlich durchgelassen. Wir schicken mal die mit. Okay, das haben wir auf jeden Fall abgewehrt. Jetzt kann es sein, dass die ordentlich auf die Fresse kriegen. Jetzt könnten sie gut verkacken. DAX, aufwärt. Fertig. So, und die Frontline, was machen die erstmal weg? Und dann sind die wichtig. Magieschaden ist genug da. Es macht schon Sinn, dass ich die Kanonenschützen baue. Kommt mal noch raus? Nee. Zumindest 220 Königaufwertung gemacht. Wenn wir jetzt hier die richtig platt machen. Kanonenschützen hier auf die Fresse. Hier geht's durch, hier geht's auch locker durch. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Ah, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Würde ich sagen, wir schicken jetzt einfach noch mal rein. Okay, es war's. Gut. Victory. Zur Not hätten wir jetzt halt Resend gemacht und dann wäre Schluss gewesen. Aber so funktioniert es auch. Sehr gut. Daumen hoch auf jeden Fall. Hat gut gespielt. Gut mit mir gesprochen. Ist sogar unranked. Erstaunlich. Und Fiesta Kingsguard. Ich hab's gewusst. Ja, das war eine weitere Legion. Schaut auch gern bei den anderen Videos vorbei, gerade hier zum Beispiel, da zeige ich euch, wie man die Sakura-Blume richtig platziert. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.